Leute, hier sind wir auch schon wieder bei Animal Crossing. Heute werden wir uns zum ersten Mal mit der Insel Designer App beschäftigen. Gegen Noobmeilen erhältst du am Neujahr, haben wir schon alles gekauft, was wir brauchen. Falls du dich bei Bauarbeiten in eine Sackgasse manövrierst, gibt es auch einen Aufräumservice, der die Objekte um dich herum entfernt. Okay. Weitere Informationen zum Aufräumservice Anleitung lesen. Auf geht's. Starten. Ja, los geht's. Wir machen jetzt die Bauarbeiten erstmal beginnen. Baugenehmigung wird eingeholt. Die App Insel Designer ist jetzt bereit. Drücke Plus, um die Art der Bauarbeiten zu ändern. Details findest du unter Anleitung lesen. So, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, so sehen wir aus, wenn wir bauen. Cool, ne? So, aber wir fangen erstmal an, jetzt erstmal wieder den Zaun abzubasteln, Blumen abzupflanzen und Sachen wieder einzusammeln, die wir jetzt im Moment nicht brauchen. Weil das Haus soll auch noch woanders stehen. Also das kommt auf jeden Fall weg. So, einmal alles hier abreißen. Auch werden wir relativ viele Bäume abholzen. Deswegen habe ich extra die Früchte dran gelassen, damit ich weiß, welches unsere Früchtebäume sind und welches nicht. Weil die meisten der Nicht-Früchtebäume werden abgeholzt. So, damit habe ich das entfernt. Dann kommt erstmal der Rest hier auch weg. So, sehr schön. Bringen wir das rein. So, ab jetzt beginnen die Bauarbeiten. Ich bin gespannt, wie lange wir dafür brauchen, weil nachdem wir mit der Insel fertig sind, werden nur noch ganz sporadisch Animal Crossing Parts kommen. Das hat einfach den Grund, dass ich dann noch Parts zu Events machen werde oder wenn wir mal was angeln wollen. Oder solche Geschichten halt, aber es wird dann nicht wieder, nicht jeden vierten Tag ein Part kommen, weil den Großteil von Animal Crossing haben wir jetzt gemacht. So, dann geht's jetzt mit den Arbeiten los. Wir fangen erstmal an, die ganzen Blumen abzupflanzen, weil die dürfen wir alle wieder verkaufen. Oh ja, war klar. I love it, Alter. Sowas ist richtig geil. So, Holz. Und zwar genau das Holz, was wir nicht brauchen. Nämlich nur normales und weiches Holz. Das ist genau das Holz, was wir brauchen für eine Schaufel. Das ist genau das Holz, was wir nicht brauchen für eine Schaufel. Das hindert uns jetzt natürlich daran, an den Bauarbeiten. Aber wir können hier uns auch nochmal Frühlingsbambus holen. Und normalen Bambus natürlich. Ist auch nicht das, was wir... Oh, ich habe gerade so Pech, ne? Es ist immer dasselbe mit Holz. Oh, Moment. Ein Floh. Ja, den hatten wir schon, können wir verkaufen. Was? Ich habe einen Floh gehabt? Wie kann denn sowas sein? Danke fürs Flohvertreiben. Es sollte echt viel mehr Heldinnen wie dich geben, Mano. So, damit haben wir Felix vom Floh befreit. Ja, einmal brauchen wir dunkles Holz, glaube ich, noch. Dann können wir endlich weitermachen. Sehr schön. So, jetzt können wir nämlich die Schaufel machen und dann können wir loslegen. So, einmal maken wir einmal die Schaufel. So, da ist sie. Ich bin gespannt, wie viele Schaufeln wir noch maken dürfen, weil... Oder machen dürfen eher. Ich sollte aufhören, maken zu sagen, weil es völlig bescheuert ist. Weil das werden wir jetzt ein paar Mal machen dürfen. Wir haben so viele Blumen gepflanzt, die müssen alle weg. So, ich habe auch noch überhaupt keine Idee, wie ich das Haus machen soll, weil richtig umgestalten ist eh noch nicht drin, weil wir müssen erst das Haus umstellen dafür. Und das Problem ist, man kann den Platz leider noch nicht umstellen, diesen Rathausplatz da. Das ist ein bisschen doof, aber was soll's. So, einmal... Jetzt geht die Arbeit los. Erstmal alle Blumen wegpflanzen. Oder
ausgraben, die wir hier haben. Die werden alle verkauft. Ich muss gucken, wie viel Platz ich noch habe. Für 15 Blumen. Das heißt, ich sollte zählen. Weil da müssen wir verkaufen gehen. Das habe ich gut verkackt. Scheiße, jetzt habe ich zwei Plätze verschwendet gerade. Ja, leider. Scheiße. Darauf sollte ich besser Acht geben, dass ich die nicht einfach einsammle. So, den sammle ich dann auch nochmal ein. Den brauchen wir auch nicht. So, weg damit. Honigbiene hatten wir schon, genauso wie den Wasserkäfer. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt fangen. Nein. Perfekt. So, wie sieht's mit dem Platz aus? Ich habe noch Platz für 6 Blumen insgesamt. Die haben uns zwar Sternis ohne Ende gekostet, aber wir können die uns halt immer wieder kaufen und ich würde die jetzt ungern auch im Inventar verschimmeln lassen, also einfach weg damit. So, die sind auch weg. Okay, sonst hier noch irgendeine Blume? Das können wir hier als einziges im Moment so lassen, weil das stört mich jetzt nicht unbedingt. 2 Blumen noch, beziehungsweise eine, weil dann kann ich auch gleich mal das hier einsammeln. So, damit haben wir alle Blumen. Ja, die nächsten Parts werden jetzt relativ lahm werden, außer es passiert noch was, weil es wird das nächste Event bald starten. Und währenddessen werden wir das Event halt spielen, werden wir umbauen. So, jetzt geht's aber erstmal an Nepp und Schlepps ihr deren Laden, damit wir diesen ganzen Dreck verkaufen können. So, einmal verkaufen. Mal gucken, wie viel uns diese Blumen bringen. Nix. Nix. Wir kriegen nicht mal den Preis raus, den wir bräuchten, um unsere Kosten für die Blumen wieder rauszukriegen. Lächerlich. Wenigstens haben wir von den Fossilien ein bisschen Geld gekriegt. Oh Gott, das wird so schrecklich werden, Alter. Wir haben jetzt einen Teil der angepflanzten Blumen endlich wieder weg, aber wir müssen noch so vieles wieder einsammeln, was hier halt rumsteht. Gott, geh doch weg da, Alter! Stirb! Könnt ihr euch nicht ausdenken, meine Fresse. Soll er doch einfach sterben. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Platz ich noch im Lager habe und das ist schlecht. So, ins Lager. So, dann können wir wieder raus. Huiuiui, wir haben einiges gebastelt. Das ist gut. Und scheiße gleichzeitig, weil wir die ganze Kacke jetzt wieder einsammeln dürfen. Das ist richtig nice. So, perfekt. Dann graben wir weiter Blümchen aus. So, das ist, wie gesagt, das wird bestimmt länger als den ganzen Part dauern, die Blumen jetzt auszubuddeln. So, und wir sind halt trotz allem immer noch sehr, sehr eingeschränkt, was das Bauen angeht. Wie zum Beispiel Strände können wir nicht bauen,
Strände sind, geht nicht. Wir können keine Flussmündungen bauen. Das geht auch nicht. Wir können keine Steine anbauen an den Stränden. Also ihr seid, selbst wenn ihr die Baugenehmiger-App habt, sehr eingeschränkt, was eure Insel angeht. Beziehungsweise den Rand eurer Insel seid ihr sehr eingeschränkt. Also ihr könnt den Rand eurer Insel nicht verändern, nachdem wie ihr das haben wollt. Das ist ein bisschen schade. Stört mich extrem. Weil ich würde gerne 3 Flussmündungen haben und ich kann keine Flussmündungen bauen. Das heißt, ihr müsst mit den Flussmündungen Vorliebe hinnehmen, die ihr hier schon habt. Und das sind bei mir halt 2 unten. Das ist halt, das zackt halt einfach extrem. Weil ich hätte gern eine Licht links, rechts, unten, um das in 4 Abteile zu trennen. Und dann kommen da schön Brücken rüber und sowas. Jetzt muss ich mir was anderes ausdenken und ich habe noch überhaupt keine Idee, wie ich das machen soll. So, aber wir sind ja jetzt eh erstmal beschäftigt damit, Blumen abzupflanzen, Bäume umzusiedeln, Wald zu bauen. Wie viel Platz habe ich noch? 7 Stück, okay. So, ich weiß nur noch nicht, wie ich das mit unserem Haus machen soll, weil da muss ich mir jetzt was als erstes überlegen, wo wir unser Haus hinstellen sollen. Da habe ich nämlich noch überhaupt keine Idee. Ich wollte schon sagen, was ist das? So, ausgegraben. Das müsste der letzte sein, oder? Ne, eine noch. Und schon müssen wir wieder verkaufen gehen. Geil, oder? Und das werden wir jetzt relativ oft machen müssen, leider. So, wo ist der Laden von Nepp und Schlepp? Der ist hier oben. So, da sind wir auch schon. Ich will was verkaufen. Oh Gott, sind das viele Blumen. Weg damit. Und mit denen, das Zeug hier können wir auch alles verkaufen, weil wir es eh immer wieder selbst basteln können. Weil das werde ich jetzt nicht ins Lager packen. Dafür baue ich nur Holz- und Steinefarm und dann kann ich das selbst wieder machen. Den nehmen wir auch mal mit. Oh, da oben ist noch eine Blume. Ich dachte, ich hätte alle Blumen auf der Seite. Die habe ich wohl verpasst. So, jetzt aber rüber, damit wir die restlichen Blumen auf der Seite hier bekommen. So, 2 Blumen haben wir ja hoffentlich nur noch auf dieser Seite. Nein, leider nicht. So, perfekt. Das müssten alle Blumen auf der Seite hier gewesen sein. Gucken wir uns nochmal um. So, da ist nichts mehr. Perfekt. So, dann die Blumen wollte ich ja extra lassen. Die machen, vielleicht bauen wir da später noch was um. Jetzt müssen wir mit dieser Seite hier anfangen. So, ich wette, uns geht gleich die Schaufel flöten. Ich wette drum. So, hier ist sonst nichts. Guck jetzt nebenbei auch gerade noch nach der Flasche, also wundert euch nicht. Ich muss diesen Sonntag unbedingt Rüben kaufen, weil wir brauchen die Kohle, um die Häuser umzusetzen. So.
Einige der Blumen sind schon mal wieder weg. Weg mit dir. Danke. Unkraut. Oh, scheiße, Alter. Really? Aber wir können noch eine ganze Menge Blumen einsacken. Sehr geil. Genau, geh weg da, Alter. Meine Blume gehört dir nicht. Fuck ab, voll daneben, ne? Oh Gott, ja. So, das müssten alle Blumen hier unten gewesen sein. Dann gehen wir weiter hoch. War nämlich klar, hier sind noch ein paar Blumen. So, weg mit dir. Leute, was habt ihr eigentlich so gemacht? Oder was macht ihr, während ihr diesen Part hier guckt? Würde mich interessieren. Ihr seid bestimmt immer auch schwer beschäftigt wie ich. Ich bin so beschäftigt damit, für euch langweiligen Animal Crossing Content zu produzieren. Also, ich weiß ja nicht, ob er für euch langweilig ist. Blumen abpflanzen ist jetzt nicht... Ich kann mir was Spannenderes vorstellen, sagen wir es mal so. So, weg mit den Blumen. Dann können wir jetzt... Da ist noch eine. Natürlich ist da noch eine. Eine kann ich noch aufnehmen, aber das lohnt nicht. Dann gehen wir die mal schnell verkaufen. So, und dann nur noch oben alle Blumen verkaufen und dann können wir endlich anfangen, im nächsten Part ein bisschen umzugestalten. Beziehungsweise nicht im nächsten Part direkt wahrscheinlich, sondern im übernächsten. Weil im nächsten Part kommen dann erstmal wieder nur die Standardsachen. Weil ich nehme, wie gesagt, nur 2 Parts pro Tag auf im Moment und dann irgendwann, wenn ich die 2 Wochen vorher aufgenommen habe, nehme ich nur noch 1 Part pro Tag auf. Aber irgendwann haben wir unsere Insel fertig und dann werden wir zufrieden sein. So, jetzt hier oben die Blumen. Gehen wir erstmal hier hin. Fangen wir von ganz hier hinten an. Und jetzt geht die Schaufel kaputt. Glück gehabt. Aber sie wird bald kaputt gehen, glaube ich. So, dann... Blume Nummer unendlich. So, weil wir haben ja jetzt nicht nur hier unten auf dieser Ebene noch Blumen abzupflücken, sondern auch oben noch. So, die gelbe Blume kann auch mal weg. Wie viele Blumen habe ich jetzt eigentlich gerade schon eingesackt wieder? Ich glaube, das ist jetzt die 6. ne? Die 6. Blume und voll daneben gegraben. Das hast du gut gemacht. So. Nein, nicht darüber springen. Leute, habt ihr das manchmal auch, dass ihr... ich hab's jetzt im Moment gerade so, dass ich in letzter Zeit ziemlich beschissen schlafe. Uff. Gestern hätte ich zum Beispiel auch aufnehmen müssen. Deswegen seht ihr jetzt erst den 6. Mai, glaube ich, und nicht den 5. Ich habe einfach so lange geschlafen, weil ich so beschissen die Nacht davor geschlafen habe, dass ich einfach ich kam nicht aus dem Bett. Es war so schrecklich. Ich habe mich so mies gefühlt. Unfassbar. Habt ihr das auch manchmal? Ich hoffe halt nicht, dass ihr halt immer relativ gut schlafen könnt. Aber in letzter Zeit schlafe ich ganz schrecklich. Und ich weiß halt nicht, woran das liegt. So, dann einmal hier.
Zum Glück habe ich keine weirden Träume, sagen wir es mal so. Also ich träume nichts Schlimmes oder sowas. Aber trotzdem nervt mich das, dass ich halt nicht richtig schlafen kann im Moment. Ich würde gerne wieder mal eine Nacht richtig durchschlafen, aber das wird nichts. So. Einmal weg damit. Und wir sind voll. Das heißt, wieder einpflanzen und verkaufen gehen. Ja, moin! Oh, scheiße, Alter. Wir haben noch so viele Blumen. Ich kotz gleich. Ich kotz gleich einen Regenbogen. Alter. Noch mehr Blumen auspflanzen. Das mit dem Inselaufbau läuft ja richtig gut. Das ist der langweiligste Inselumbau-Part, den es auf YouTube gibt. Ich erzähle euch nur davon, dass ich nicht gut schlafen kann und dass wir Blumen auspflanzen müssen. Das ist halt... Ich kann mir vorstellen, dass das für euch der langweiligste Part ever ist, der existiert von Animal Crossing. So, verkaufen wir den ganzen Schrott erstmal. So, perfekt. Alles weg damit. Braucht kein Mensch. Ach ja, Leute, übrigens, ach nee, es bringt ja nichts, das jetzt anzukündigen. Das muss ich später im Stream machen. Wenn ich am 6. Mai, ihr seht diesen Part hier viel später, streame, kann es ja aber auch erwähnen, streame ich die Woche darauf halt nicht. Das müsste ab dem 11. sein, weil ich dann dick am Umbauen bin von meinem Wohnzimmer. Und ich richte mir meinen Arbeitsplatz komplett neu ein, ohne dieses ganze Kabelgewirrwarr hier. Also, da wird nicht gestreamt. Ich weiß nicht mal, ob ich zum Aufnehmen komme, weil ich den gesamten Rechner auch nochmal neu aufsetzen will, damit alles flüssig läuft. Deswegen, mal gucken. So, aber das wird wohl die letzte Blumenabpflanz-Sache sein, bevor ich den Part beende. Im nächsten Part werden wir dann halt wieder unseren Standardkram machen und weiter mit Blumenabpflanzen verbringen. Weil ich werde die Parts jetzt ein bisschen kürzer halten. Nein. Oh Gott, ja, mach genau diesen, Alter. Yes, pflück die Blume, Alter. Meine Fresse. Gott, ist das beschissen. Ein Platz weniger. Und da ist unsere Schaufel hinüber. Das war auf jeden Fall die letzte, das letzte Mal Blumen abpflanzen jetzt. Weil jetzt dürfen wir uns erstmal eine neue Schaufel zusammenfarmen. Und dafür brauche ich jetzt noch zwei so dunkles Holz. Oder sagen wir nur noch einmal, ne? Ja, nur noch einmal. Sehr gut, die Musik hat sich gerade geändert. Das interessiert uns aber nicht, weil ich den Part jetzt eh gleich beenden muss. Also von daher... So, dann sammeln wir den Ast hier noch einmal ein und stellen mal eine neue Schaufel her. Neue Schaufel, lalala, hier. Dann können wir auch endlich mal den Kram, den wir haben, auch gleich ins Haus packen. Dann verkaufen wir noch die Blumen und dann beende ich den Part. So, neue Schaufel ist drin. Na! So,
So, perfekt. Gehen wir ins Haus rein. Morgen sieht unser Haus endlich besser aus. Auf jeden Fall. Alles, was wir an Holz haben, lagern wir mal. So, dann verkaufen wir die Blümchen und dann beende ich den Part an der Stelle. Badabum, ba und rein da. Skibidi. Oha, was macht er denn hier? Er will wohl ein paar Sachen kaufen. Kann ich verstehen. Nepp und Schlepp haben auch immer ein paar geile Sachen drinne. So, weg damit. Nice! So, wo ist unser Haus? Weil dann wollen wir uns natürlich auch ins Bett legen, wenn wir dann den Part schon beenden. Tja, dann haben wir die Baumeister-Ingenieur-App-Dingens noch nicht gesehen. Das werden wir dann aber hoffentlich im nächsten Part, wenn ich da dann die restlichen Blumen abgepflanzt habe und wir... Nee, nicht mal dann. Dann heißt es nämlich erstmal Bäume umsiedeln. Ach doch, wir müssen die Flüsse ein bisschen verändern. Ja, alles klar. Ja, Leute, dann war das ein relativ entspannter Part. Ich bedanke mich hier bei euch aber fürs Zuschauen. Im nächsten Part gucken wir, ob wir endlich mal anfangen, unsere Insel zu gestalten, wenn wir die ganzen Blumen abgepflanzt haben. Ich hoffe, ich sehe euch dann auch beim nächsten Part wieder. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Animal Crossing oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und bis dann!